Was sehr blöd und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns das Notruf Hamburg 2.3.5 Update an. Und ich würde sagen, let's go. Die erste Erneuerung ist bei der Polizei. Ihr habt schon gehört, Leute, bestimmt, es gibt drei neue Fahrzeuge. Einmal den VW Amarok für 3000 XP, 185 km/h, ganz in Ordnung. Dann den Audi Q5 für 7000 XP, 225 fährt der. Und zuletzt der Mercedes AMG GLC. Der fährt ganze 250 km/h und kostet 25.000 Wagen. Okay, Leute, sieht schon sehr, sehr nice aus. Beschleunigung finde ich echt cool. Blaulicht sieht auch nice aus. Hinten hat er diese Dinger nicht. Sieht nice aus, sogar sehr nice. Leute, als nächstes haben wir den Audi Q5. Sein Blaulicht sieht auch sehr nice aus, nur er sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus von der Seite, weil er irgendwie so klein gezogen ist, sage ich mal. Aber auch ganz nices Fahrzeug. Zuletzt haben wir dann noch den AMG GT irgendwas. Auf jeden Fall nicer Wagen, sieht mit dem Blaulicht auch sehr, sehr nice aus. Außerdem, Leute, hat sich geändert, wenn man die Schicht beendet hat und dann eine neue Schicht starten will, kommt da ein Timeout. Man muss ganze 2 Minuten warten, bis man wieder eine Shift starten kann. Okay, Leute, die nächste Erneuerung ist, wenn ihr Shift plus P drückt, dann seid ihr in einer Freecam. Und wenn ihr dann Pfeiltaste nach oben, sage ich einfach mal so, drückt, dann seht ihr auch an der Seite, euer Speed wird immer schneller. Und wenn ihr die Pfeiltaste nach unten drückt, dann werdet ihr langsamer. Ich zeige euch mal den Max-Speed. Der Max-Speed, der liegt, glaube ich, jo, Leute, bei 100. Man kann auch so ranzoomen. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Da sieht man so das Meer von weit. Man kann aber auch so rauszoomen. Und dann ist man halt wirklich sehr, sehr schnell. Man kann zum Beispiel hier dann ins Prison reingucken. Ist, glaube ich, gut für RP. Und wenn ihr dann Shift plus P drückt, dann seid ihr wieder draußen aus der Perspektive. Also kommen wir zur nächsten Erneuerung. Wir haben einfach einen Park bekommen. Also hier standardmäßig, hier haben, also hier das so ein Ding. Ich weiß nicht, was es ist. Rein kann man nicht gehen. Das hier sieht irgendwie aus wie so ein Atomkraftwerk, sage ich mal so, wie so eine Bombe irgendwie so raus kann. Hier hat man an den Bänken Sitzmöglichkeiten, Gelegenheiten oder so. Da haben wir einmal die Deutschlandflagge und da einmal Hamburg ist die Hamburger Flagge. Hier haben wir dann nochmal so einen Bereich, wo wir drin sitzen können. Also so reingehen können, auch schön. Hier ist so aus Stein die ganze Map. Was das ist, weiß ich nicht. Dieses gelb markierte, ich glaube, das ist hier die Dinge hier beim Park. Glaube ich, ist das. Ich denke schon, weil sonst wäre das ja nicht gelb. Okay, Leute, das nächste ist, natürlich wurden wieder Bugs gefixt. Und was ziemlich cool ist, wenn ein Krimineller Tankstelle oder Automaten ausraubt habt und ihr den dann fasst, könnt ihr den Rest einfach einsammeln. Ihr bekommt pro Geldschein, pro Cookie, pro Energy Drink. Ihr bekommt die Sachen leider nicht, aber dafür, wenn ihr euch das claimt, 3 XP. Leider geht das nicht bei Gold, Juweliersäcken. Da geht es leider nicht. Containership geht es wahrscheinlich auch nur bei den Geldscheinen. Das ist natürlich schade, aber ja, Leute. Es gibt natürlich auch im Feuerwehrteam den Audi S5. Q5. Also den, der sieht im Feuerwehrteam so aus. Natürlich nice, kann man starten.
nicer Wagen. Natürlich kann es jetzt beim Park auch brennen, aber das gab bei der Ares. Den Wagen gibt es im Notarzt-Team. Ich habe jetzt leider diesen Shutdown, also dieses Timeout da. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber hier, geiler Wagen auf jeden Fall. Den gibt es auch für Notarzt-Team. Für RTW gibt es ihn, glaube ich, nicht. Also ich denke, den gibt es für RTW nicht. Und für normale Feuerwehr auch nicht. Aber ja, für normale Feuerwehr. Ich weiß es gerade nicht, Leute, auswendig. Aber Leute, wie findet ihr das neue Update? Ich hoffe, also ich finde es eigentlich ganz nice. Besonders, was ich hier nice finde, ist die Cam. Man steht hier auch dann einfach nur so. Finde ich sehr, sehr nice, Leute. Ja, das war's aber auch mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.